Hallo, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren kleinen Video. Es ist denn da heute wieder Zeit für ein Lieblingsessen. Heute mit niemand anderen, mit the one and only, with the guy who dresses up the best in the YouTube Germany Landschaft. It's Marc G. Bauertheim. How you doing? Ja. I'm doing pretty well. Pretty well. Du bist der große Uhren-YouTuber des Jahres geworden, tatsächlich. Es gibt natürlich unseren Jeremy Fragrance. Für Parfum. Für Parfum. Und ja, es gibt den Marc Gebauer für Uhren jetzt. Ja. Ne? Also von daher, wir riechen alle gut und wir haben alle Uhren, die ziemlich wertvoll sein können. Ne? Ja. So, was hast du heute an? Ich habe mir heute gedacht, so passend zu dem Outfit, eine Omega. Ja, das ist eine, die wurde für ein Alaska-Projekt gemacht, damit man im Schnee, wenn man das über seinem Anzug hat, damit das Auge nicht irritiert wird von einem schwarzen Blatt. Normalerweise hat die auch immer gerne ein schwarzes Blatt. Ha. Und die hat ein weißes Blatt. Ha, okay. Und passt natürlich hier, ne, rot hier und weißes Blatt zum weißen Hemd. Ich finde das schon ganz gut. Ja, ich gucke mir das morgens immer an, wie du dich anziehst. Ja. Und dann stehe ich so in meinem Kleiderschrank und bin so, bügeln solltest du mal wieder, Freddy? Weißes T-Shirt oder schwarzes T-Shirt? Dann gucke ich an mir runter und denke mir, ja, schwarzes T-Shirt tut es schon ganz gut. Dann sieht man nicht so viele Falten und man sieht dünner aus. Aber wir machen heute dein Lieblingsessen. Wir haben ein bisschen geredet vorher. Du hast gesagt, hey, Freddy, magst du scharf? Und ich habe gesagt, come on, scharf. Dann hast du mir 750.000 Scoville mitgebracht. Ja. Und dann möchte ich kurz meine Aussage revidieren. Ich esse gerne sehr scharf, aber nicht unfassbar krankhaft scharf. Doch, das müssen wir machen heute. Ja, klar. Das müssen wir machen heute. Das passiert. Ich habe lange nicht mehr so einen Händedruck. Das ist viel unterwegs in der Welt. Ich merke schon. Das ist jemand, der viel fliegt. Der hält sich nämlich fest bei Turbulenzen. Ja. Nein, die Schärfe gibt dir einen gewissen Kick, weißt du? Ja, ich finde es gut. Ich finde es gut, was du ja machst. Also, wir machen heute einmal Burger. Genau, wir machen einmal Burger. Jeder weiß, dass ich das liebe. Ich bin da bei einem Restaurant in Düsseldorf bei uns eigentlich der. Ja, ich bin da immer. Okay. Du bist der Burger da. Ich bin der Burger, genau. Und von daher habe ich hier schon mal was Tolles vorbereitet. Und darüber hinaus machen wir auch noch ein paar Chicken Sticks. Ich bin jetzt nicht so der Anhänger von Pommes. Mhm. Und von daher als Ersatz dazu machen wir noch Chicken Sticks. Warum nicht Pommes? Was hast du zu langweilig? Pommes? Nein, ich weiß zu nicht. Zu langweilig, das, okay. Ja. Brot aufbacken ist unser erster Step. Ne? Wir starten mal direkt rein. Genau. Also ich würde auch sagen, wir haben ja Auswahl zwischen Dunkel und Hell. Wir machen einfach mal alle. Mal mit genau. Rein. Und dafür separieren wir die erstmal. Alright. Und legen die dann einfach so drauf, ne? Oh Gott, das müssen wir jetzt zensieren. Marc hat schon gesagt, er zieht seinen Sakko aus. Das weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob jetzt ich dich so ernst hier gearbeitet. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich dich ernst nehmen kann, so Marc. darf ich dich eine Sache fragen, die mich brennend interessiert, ja, wenn es um diese Uhren geht? Mhm. Sind es deine Uhren immer oder sind es Uhren, die du leihst? Also ich hab natürlich private Uhren, ja, aber die sind immer weg. Weil du weißt natürlich, was gut funktioniert, was gut. Also die Uhren, die ich zeige, sind immer Uhren, die zum Verkauf stehen, weil das Ding muss ja auch also getragen werden. Ja, und die Leute wollen das ja sehen und dadurch ist das halt so, dass ich die halt anbieten muss. Normalerweise, durch diese Öffentlichkeitssache muss man halt auch immer vorsichtig sein und es gibt halt gewisse Regeln, die darf man nicht brechen. Wenn ich jetzt draußen so unterwegs bin, trage ich halt keine Uhren mehr. Leider. Echt? Ja. Okay. Ist halt immer, und zu Hause ist auch nichts, da muss man sich halt immer dran halten. Aber warum? Ja, es hat was mit Einbrüchen, Überfällen zu tun. Haben wir jetzt gerade mitbekommen bei Justin, ne? Ja, genau. Sagen, aber bei uns, ich sag mal, durch diese Besuche bei der Messe sind wir immer einiges gewohnt und. Ja, erstmal drauf, würde ich sagen, ne? Ja, daher haben wir da keine, also so, kennen wir uns damit schon ein bisschen aus und machen diese Fehler halt nicht, ne? Bei Justin, klar, das ist sehr tragisch. Übel gewesen, ja. Und dann einmal. So, und dann backelt das so ein bisschen vor sich hin. Ich habe jetzt 150, sollten wir immer mal wieder drauf gucken. Next Steps, weil das kommt aus deinem Favorite Restaurant, deswegen ist alles auch hier schon schön angerichtet. Ja, eigentlich genau. Können wir uns sehr einfach durchhören. Das hast du alles selber gemacht, das stimmt, ja. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Fleisch. Yes, Sir, yes. Und dann auch schon mit dem Bacon, den können wir dann auch schon mit drauflegen, glaube ich, danach. Und Bacon separat anbraten, höchstwahrscheinlich. Den Bacon, das ist übrigens Truthahn-Bacon, den können wir jetzt auch sofort mal zeigen. Den können wir vielleicht in einer Suppe, ja, weil das wird zu wenig Platz werden. Da brauchen wir, glaube ich, noch eine Pfanne. So, Truthahn-Bacon hast du schon gesagt? Genau, Truthahn-Bacon machen wir auch dazu. Weil? Ich weiß nicht. Ach so, wegen mir jetzt? Mhm. Ja, genau, also als Moslem kann man jetzt keinen normalen Bacon essen. Ne? Du bist ja konvertiert, ne? Ja, genau. Okay. Vor ein bisschen mehr als 3 Jahren. Warum? Daher, warum? Darf man das, kann man das kurz anfragen? Das ist schwierig. Also jetzt muss ich ausholen. Nee, okay, finde ich gut. Ich habe irgendwie immer so ein, also dafür Platz in meinem Herzen gehabt und war da auf der Suche. Und das Leben, was ich vorher geführt habe, hat mich so nicht glücklich gemacht. Und dann habe ich das kennengelernt, mich immer weiter reingearbeitet und darin meine Erfüllung gefunden. Es ist quasi wie eine. Sehr angekommen, sage ich mal. Ja, aber es ist wie auf einer Straße. Also das heißt, man hat so, ne, man darf Sachen, man darf manche Sachen nicht. Und egal welche Fragen ich habe, ich kann das abgeben und
Das macht mein Leben etwas leichter. Truthahn-Bacon habe ich tatsächlich jetzt noch nie gemacht. Die große Frage ist natürlich, mit oder ohne Öl? Mit Öl. Ach, weil so normalerweise noch. Bacon hat ja so viel Fett dran. Also vom aber Schwein der ist so jetzt. Mager. Ja, das sieht wirklich sehr mager aus. Machen wir Oliven oder was möchtest du? Ich glaube, wir machen das mit dem Olivenöl. Ich habe mal das abgefüllt, damit wir das immer so cool machen können. Das habe ich erst seit gestern so. Ich muss auch sagen, so dein ganzes Surrounding hier, diese Gewürze und so ein Krams, ja. Ne? Sehr professionell aus. Ah, habt ihr jetzt hier gehört? Ja. Der Mann macht Uhren, der weiß, was professionell aussehen sollte. Pro Burger brauchen wir so mindestens, also wir können das jetzt selber machen. Also wir machen jetzt zwei erstmal für uns. Du hast viel mehr mitgebracht, würde ich sagen. Aber wir machen erstmal zwei, dafür brauchst du dann vier Stück eigentlich. Vier Stück, let's vier, do this. Vier Dinger. Ich leg's mal hier rein. Das kommt ja gleich dann einfach zu uns. Ansonsten eigentlich ein super Topf. Ist alles schon geschnitten worden da hinten, ne? Dementsprechend genau. Relativ entspannt. Da haben wir jetzt wenig. Also wir haben als Basis, werden wir gleich anfangen, als erst kommt eine spezielle Mayonnaise drauf. Also auf den Top-Part des Brötchens. Dem Bun, ja, ja. Vom Bun, ja. Und unten kommt eine andere Spezialsoße. Das ist so eine Mayonnaise, andere Mayonnaise, so ein bisschen... Chili? Nee, nur Chipotle? Senfmayo? Ja, sowas in die Richtung ist das. Ne? Machen die halt auch immer selber und das kommt unten hin. Dann kommt da drauf Salat. Wir beide haben rausgefunden, dass es eint ja, der genau. Tomatenhass. Also Tomaten ist jetzt nicht so meins, von daher lassen wir das weg. Meins auch nicht. Nee. Wir können es ja auf irgendwas schieben. Ja, und dann natürlich auf das Fleisch kommt noch ein bisschen Käse. Wir haben so Cheddar-Käse hier, der wird sehr schön zerlaufen. Und dann haben wir noch Zwiebeln, Jalapenos und ein paar Gurken. Ich liebe es scharf zu essen. Von daher wird es heute auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, und diese ganz scharfe Soße machst du einfach? Also die ganz scharfe Soße würde ich für dich jetzt... mit einmixen. Genau, also ich würde jetzt sagen, ich würde es in diese Sweet Chili Variante mit reintun. Mhm. Und dann bei den Chicken Sticks kann man so ab und an reintun und dann das auf den Burger schmieren. So wird das dann nicht zu heavy, weißt du? Ich weiß nicht, was für ein krasser Typ du bist. Auch. Ja, also wenn wir es schneiden, bin ich ziemlich krass. Sollen wir es einfach mal so probieren? Ja, ich habe noch so ein altes Brioche. Soll ich das damit mal? Nein, einfach so. Nee, nicht pur. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Das geht. Das isst du pur? Ja. Hier ein bisschen. Reicht vollkommen. Sind wir kurz betonen, 750.000 Scoville? Ja, genau. 6 Millionen Scoville Pepper Extract und irgendwie, ja, genau. Ey, Mann, ey. Tolle Essignote auch mit drin, ne? Toll. Du hast gerade was sehr Schlaues gesagt. Du hast gesagt, Hot Sauce und Espresso bringen dich weiter. Espresso, ich bin schon durch. Nee, ist lecker. Habe ich mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ja, ne? Aber ich brauche das Brot trotzdem. Ja, okay. Aber es ist ein guter Kicker. Es schmeckt lecker. Ja. Lass uns mal fleischen. Das Fleisch angucken. Wie machen wir das zeitmäßig? Sollen wir Burger sind relativ dünn, habe ich gesehen. Hier sind die vorbereiteten. Ihr könnt mal gucken. So, das hier sind die Chicken Sticks. So sehen die ganzen aus. Die müssen wir auf jeden Fall gleich frittieren. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem... dass das Ding auch auf Temperaturen kommen muss. Die sind schon gepudert. Das ist ja mega entspannt. Okay. So, wir haben keine Fritteuse, deswegen müssen wir heute einmal ein bisschen ölen. Ja. Und haben einfach, ich habe Miguel gerade eben, weil ich noch in einem Video hing, einfach das holen lassen. Danke dir, Miguel. Gerne. Danke, Migi. Migi Dorsi, bester Mann. Ich muss sagen, die Schärfe zieht schon ziemlich durch, auch bei mir noch. Ne? die Zunge... Ja, aber wie du schon gesagt hast, ist sehr lecker. Es gibt halt die echt nicht so lecker sind. Ja. Und es gibt die echt ganz lecker sind. Die Brote ist jetzt halt auf Umluft, ne? Ja, vielleicht Überhitze. Oh, das sieht schon nicht schlecht aus. Okay. Umdrehen, nicht umdrehen. Nee, lass noch. Kannst du. Ja, okay. Hört sich schon mal ganz hört sich super okay an. Hört sich alles super an. Ja. Auch Olivenöl, was möchtest ja. du? Auch Olivenöl. Ein bisschen da rein. Dann haben wir das schon mal. Das heizt auch das ganz direkt gut frisch auch. Von heute Morgen. Und die machen das auch regional oder so? Ja, die sind regional, jetzt, genau. Wie heißen die? Können wir Werbung machen. Das sind ja Tomate, sind ja Freunde von dir. Ja, genau. Drei Hs haben einen Burgerladen in Köln, in Düsseldorf und noch irgendwo anders. Aber ich bin immer in Düsseldorf anzutreffen. Die haben einen lokalen Schlachter, weil es muss halt auch halal sein, was in Deutschland nicht so einfach ist. Und der beliefert die jeden Morgen. Das ist geil. Ich meine, es ist schon heiß genug, oder? Let's try. Okay. Dampfen soll es nicht. Das wäre blöd beim Olivenöl. Aber der Bacon, sagst du, wäre dir so schon fast... So ist schon okay. Ich glaube, wir können dann einfach noch ein paar drauflegen. Noch ein paar drauflegen oder wir gönnen uns einfach den Platz für ganz kurz. Ja. Weil, dann lege ich dir die gerne mal ganz kurz hier runter. Du kümmerst dich hier um die Burger. Ja. Patties müssen wir noch nicht rausholen, oder? Nein, die Buns meine ich. Noch nicht. Sieht das irgendwann anders aus oder? Ist noch niemals so heiß, oder? Let's see.
Nee. Hier passiert noch nichts. Ich hol mal das Brot schon mal raus. Yes, Sir. Yes, Sir. Sollen wir uns mal, hier sind jetzt die 1000 Soßen, sollen wir uns mal ein paar... Das wäre auch lustig, wenn ich jetzt einfach mit der Hand so dran gegangen wäre, ne? Das sind die, Oma-Hände, die berühmten. Mhm. Also, wir bräuchten jetzt noch mal quasi einen Löffel, so, um das Ganze drauf zu machen. Am besten zwei Löffel. So, welche Buns möchtest du? Ich glaube, ich nehme hell. Ich nehme dunkel. Du nimmst dunkel, ich nehme hell. Ich mache das hier, oh, das ist schön. Ah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, ja. Ist das jetzt schon okay? Fantastisch. Peter Ludolf würde sagen, fantastisch. Muss das noch länger drauf bleiben, oder? Ein bisschen schon, würde ich sagen, okay. Oder? Also, du fragst hier natürlich den richtigen Burgerfachmann. Obendrauf kommt hier so viel Soßen? Ja. Glaub mir, muss sein. Mhm. Ja. Ich guck mal, ich springe mal kurz über dein, ja, über dein Eck. Ja, das ist nicht zu wenig. Ja, das machen die immer so. Also, dann kommt die Yuppie-Soße, das so heißt sie. Die Yuppie-Sauce ist das, ja. Ja. Klassische Yuppie-Sauce. Ach so, ist das, ja, kennt man das auch außerhalb? Ich kenne das nur von da. Holland, Holland, Yuppie-Sauce. Das ist die Pommes-Soße. Ah, okay. In Holland, die übliche. Schön mit Zwiebelchen. Oh. Lecker Yuppie-Sauce. Okay, jetzt geht's weiter mit dem Salat unten. Bringen wir mal so drauf. Dann als nächsten Step, ja, wir machen nur noch die, das Fleisch, glaube ich, ist schon gut so. Ich hau mal da so ein bisschen Käse drauf. Wir gehen jetzt in den letzten... in den Endsport schon. Genau. Das sind halt Burger, ne? Das geht halt Burger eigentlich fix, aber ich bin jetzt mal gespannt. Zwei Stück, ja, finde ich sehr gut. Okay, okay. Und jetzt probieren wir das mal hier mit der gusseisernen Pfanne da drüber. Hast du noch ganz wenig Wasser vielleicht? Wasser? Ja. Klar. Hier. Wasser in heißes Öl, was könnte da passieren? Also ich glaube, alles gut. Ah doch, da, okay, jetzt drauf. Jetzt, zack, jetzt drauf. Jetzt damit kurz, der Käse natürlich. Na, genau, ein bisschen. Ja. Alrighty. Magst du größte, also möchtest du größte Zwiebel? Klar, natürlich. Okay. Immer. Wenn schon, denn schon, ne? Ja. Wenn schon, denn schon. Ich sehe schon rote Zwiebeln, das heißt, es ist Doppelspaß. Und Barbecue hast du... Also das würde einigermaßen jetzt auch klappen, ne? Ja. Dann hau ich die auch mal rein. Chicken Sticks. Oh, das sieht sehr gut aus. Habe ich noch nie gemacht, sowas. So? Ja, also so in der Pfanne. Ja, das ist natürlich dann immer, wir müssen den Rest des Tages auch irgendwas frittieren, noch immer schade ums Öl, ne? Ah, stimmt. So hätte der Mann es gerne, dann kriegt der Mann es gerne. So, einmal hier halb durchs Wasser gezogen, einmal drauf, auf den Salat. Genau, auf den Salat. Geil! Geil! So, aus die Möhre. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Die Chicken Sticks sollten auch, glaube ich, gleich timingmäßig schon fast ready sein. Normale Zwiebeln auch bei dir? Hier, so ewig lange müssen die nicht mehr, ne? Nee, die müssen, die sehen schon gut aus. Fast ready, ne? Ja, das auch mal aus. Wie bei einer Sandwich-Marke. Da liegen die auch immer nur so hier so drei, weißt du, so. ADZF, wie bei einer Sandwich-Marke. So. Subway also, ja, oder? Genau. So. Sie möchten auch Oliven? Okay, eine Olive. Ja, klar, eine Olive. Das Übliche. Kommt das noch ein bisschen drauf hier? Und da, sehr gut. Hier auch. Also alles eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du die Connection hast, hast du alles schon ziemlich richtig gemacht. Boah. Also ganz ehrlich, Marc, großes Boah gerade. Fairerweise muss man sagen, das sieht sehr sartorial aus, ne? Sehr so handgemacht, sehr schön. Du hast sehr unfairen Vorteil natürlich vielen anderen Gästen gegenüber, weil du einfach dir die Zutaten hast gegeben. Aber es ist dein Favorite Food. Oh, also, guck dir mal das an. Let's go, würde ich sagen. Was für ein Traum. Ich glaube, das wird das Beste, was ich seit langem wieder gegessen habe, da bei den Lieblingsessen. Jetzt müssen wir nur mit den Soßen gucken. Chicken Sticks kommen gleich. Die Sweet Chili, da mache ich was von meiner Soße rein. Und dann kannst du dich ja einfach so ein bisschen vortasten. Aha. Ja, ich habe jetzt richtig Angst, ey. Wenn es jetzt um die Soßengeschichten geht von ihm, da... Nein, alles easy. Naja, sagst du. Alles bei mir easy. Ist gleich ganz schlimm. Ich habe gleich nur noch Magenschmerzen. Uff. Oh je. Jetzt haben wir das natürlich sehr durchgehasselt. Jetzt habe ich dich so wenig fragen können, wie manch. Aber wir können ja gleich essen und dann kannst du. Mal einen kleinen Mukbang noch mitmachen, sagst du. Machst du einen kleinen Mukbang-Moment. Weil du hast ja schon mal vor dem Cologne Watch Representative Moment ein wenig YouTube gemacht, ne? Ja. Und wo denn da genau, Herr Gebauer? Bei ESL TV. Oh, I've heard about them, sagt man, ne? Und da hast du was genau gemacht für die Leute, die es nicht wussten? Genau, bei ESL TV, es ging damals los, ich war 14 Jahre alt, da war ich bei NBC Giga. Krass. Damals noch mit Nick Adams, ja, Grüße gehen raus nach Los Angeles, was er wahrscheinlich nicht sehen wird. Na klar, alle gucken hier. Da habe ich mit 14 das erste Mal moderiert, weil ich halt Counter-Strike gespielt habe, Counter-Strike Source damals. Ja, und dann ging es immer weiter, irgendwann habe ich angefangen zu studieren und bin auch nach Köln gezogen. Und dann habe ich einmal die Woche halt moderiert, ein Format, und dann ging es immer so weiter, ne? Was hast du studiert? Medienkommunikation und Journalismus. Ha, Medienwissenschaften, naja.
Gut. Und jetzt stehen wir hier. Ich wollte gerade sagen, hat einfach irgendwie beides dann nicht so viel Sinn gemacht jetzt am Ende des Tages. Ne? Ja. So, hat's geholfen? Solltet ihr es machen? Ja. Aber sind wir ehrlich? Manchmal, wenn man eine Passion für irgendwas hat, dann findet man auch seinen Weg dahin, egal was man vorher gemacht hat. Studium ist aber trotzdem immer, um weißt du, mal sicher zu sein. Weißt du, warum ich das Studium gebraucht habe? Mhm. Und zwar, um mich persönlich zu entwickeln. Weil damals, als ich nach meinem Abitur und meiner Berufsausbildung habe ich in einem gemacht, da wusste ich noch gar nicht, wo ich hin sollte. Von daher, während dieser Zeit im Studium war es mir möglich, halt zu gucken, okay, was möchtest du machen, woran hast du Spaß? Und ja, also es war jetzt weniger das, was ich da gelernt habe, sondern einfach für meinen Verstand. Ja, sollen wir an den Tisch gehen? Jetzt gehen wir an den Tisch. Dann klatschen wir uns mal rüber. Hallo, wir waren gerade bei dem komischen privaten Gespräch. Ich hab Marc gerade eben gefragt, ob er diese Soße immer mitnimmt, aber du isst nicht da vor Ort, hast du gesagt. Nee, also ich esse eigentlich immer zu Hause. Ja, mit was fangen wir an? Ich möchte mal, glaube ich, so einen Chicken Finger gerade mal probieren, genau, damit wir so den Opener haben. Und du hast jetzt zwei von diesen 80 Soßen damit drauf getan. Ja. Weil du nur die beiden dazu isst. So, richtig. Sagen wir mal. Also okay. Und die anderen waren für einen Burger eher so. Gut, das ist jetzt Sweet Chili mit ein bisschen Schärfe noch und in der Kombination. Ein bisschen Schärfe? Du konntest gerade selber nicht mehr reden für 10 Minuten. Okay. Chickenfilet, sehr, sehr lecker. Ist das scharf? Hol mir noch mal kurz ein Brot, du. Wow! Ja, das ist sehr lecker, Marc. Ja, sehr lecker. Aber die Yuppie-Soße gleicht das wieder aus, weil da Mayonnaise drin ist. Ich krieg's auf jeden Fall richtig rein. Ne? Mein Auge zuckt, aua. Chicken Sticks sind halt Filets einfach nur, ne? Ja. Und frittiert. Ja. Relativ pur. Und das isst du täglich? Ja. Erstmal, wie siehst du so aus? Weil ich esse nicht mal so heftig täglich und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Machst du viel Sport? Nee, gar nicht. Hä? Also ich esse eigentlich nur einmal am Tag meistens. Und ja. Ich meine, wenn man das, können wir das mal gerade hier zeigen? Zieh das mal bitte rein. Hammer. Ey, ist das nicht ein Kunstwerk? Das sieht doch einfach super aus, oder? Wirklich. Also ich bin sehr froh, dass wir das nicht selber gemacht haben, alles. Weil ich glaube, das hätte ziemlich lange gedauert. Ja. Also ich meine, Truthahn-Schinken alleine zu finden in Köln ist, glaube ich, das größere Ding. Ja. So, das wird schon ein bisschen komplizierter. Okay, gut. Ja, guten, ne? Ja. Nur noch mal für mein Gewissen, da ist jetzt keine Soße drauf. Nee, ne? Nee. Okay. Ja. Boah, das Brot, boah. Ich hol das voll. Das Fleisch ist auf jeden Fall on point. Das ist wirklich alles sehr, sehr lecker. Das ist sehr lecker. Das Brot ist geil. Ja, das machen die auch irgendwie bei so einem Bäcker. Der macht das auch immer frisch für die. Ja. Dann wird es aufgebacken und ja. Muss man sagen, die Sachen, die auch in Köln oder generell am besten laufen, falls ihr eine Gastronomie führt, sind die Leute, die alles immer selber machen. Ja. So Mangal-Döner von Poldi, machen Brote selber auch vor Ort. Boah. Zülpi-Döner macht das auch. Und ansonsten, eigentlich sind genau diese Sachen, wenn du alles vor Ort machst, Ice Cream United auch Poldi, muss man sagen. Lustige Geschichte zu Poldi. Mhm. Ich habe ihm seine Hochzeitsschuhe verkauft. Damals war ich noch beim Herrenausstatter. Was hast denn du alles schon gemacht, Marc? Wie alt bist denn du? Sag mal darüber reden. Ich bin 31. Richtig, 31. Und warst du beim Herrenausstatter schon? Mhm. Wo, darf man das sagen? Ja, in Köln bei Sops. Das ist so. Also, die haben halt sehr hochwertige Bekleidung und so. Mhm. Und da habe ich halt den Online-Shop. Wie so ein Ritual. Ja. Einfach nur mit dem Chicken Stick, das auch so. Dann kann es nur lecker werden, wenn noch Chicken Juice ist. Das ist richtig, man merkt, du machst das öfters, ja. Ja, ist ein gewisser Ablauf drin. Mhm. Nee, und da habe ich einen Online-Shop für die aufgebaut nach meinem Studium und da war ich halt auch im Ladenlokal und da kam er irgendwann rein und dann habe ich ihn verkauft. Hat, glaube ich, damals in Polen geheiratet, ich weiß aber nicht mehr. Ja, unfassbar sympathischer Typ muss das sein. Ne? Mhm. Habe ich leider noch nie persönlich getroffen, aber ich sag mal so, ich arbeite an Hochdruck daran, dass vielleicht auch er mal sein Lieblingsessen hier kredenzen wird. Ja, geil, lecker, Hammer. Jetzt bleibt natürlich nur noch irgendwann aus. Was würdest du mir empfehlen für eine Uhr? Was hier momentan in? Was trendy? Ah. Du machst ja nur Uhren, ne? Schmuck sonst nicht, ne? Doch, Schmuck auch. Aber ich will unbedingt Ringe tragen, aber ich glaube, ich bin nicht so der Typ, weil ich so zugenommen habe, habe ich so dicke Finger. Ich glaube, ja, also Ringe, also ich mache, wir haben zum Beispiel für Banger Music die ganzen, also die Kette zum Beispiel aus der Musik, aus manchen Musikvideos, so, wo die beiden Boxhandschuhe, sowas haben wir mal gemacht. Mhm. Aber ihr macht auch Ketten? Heißt, wenn ich jetzt mein Waffel-Logo als vergoldete Iced Out, ist, glaube ich, nicht dann mehr cool. Dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Boah, da bleiben wir mal in Kontakt, das finde ich schon cool. Würde also, egal, was schenke ich den Mädels hier. Ja. Also Iced Out Kette. Oder Nikos Kette als Fahrrad. Jetzt hat er verloren, aber das andere haben wir auch gemacht. Also wir sprechen alles so. Ich habe jetzt heute keinen Ring an, den ich selber gemacht habe, aber wir machen halt erst so ein Mode, so ein Design, dann machen wir da, ne, entwickeln wir das. Und für dich als Uhr, also auf jeden Fall nichts, was gerade im Moment in ist. Also ich sag mal, was kann No front!
Nein, so sollte sich das nicht anhören. Alles gut. Ich nehme noch mal ein bisschen übertrieben scharfe Soße und beende mein Leben selber jetzt direkt, Marc. Alles gut. Nee, also was würde ich dir für eine Uhr empfehlen? Ja, bist du bei so einer Speedmaster schon gut bedient? Sowas hier, ne? Aber in schwarz. Ja, ich brauche was Verrücktes immer. So, ich brauche was crazy ist, also und eine Story hat. Also ja. Die Speedmaster ist halt die Moonwatch, die war mit auf dem Mond. Und die kommt normalerweise am Metallband, kostet jetzt im Verhältnis, was die anderen, also was sie bietet, nicht so viel. Die hat ein tolles Set. Was heißt das denn? Die liegt so mit dem Plexiglas, was dieses Jahr auch eingestellt wird, bei so 4.000 Euro. Das geht wirklich. Also ich dachte, das ist schon deutlich teurer. Mhm. Was war so das Teuerste, was du mal getragen hast, so wertmäßig? Die teuerste Uhr, also wir haben mal eine gehabt, eine Richard Mille, komplett iced out. Mhm. Die lag preislich bei 480. Hattest du das an? Mhm. Sag mal, so ist nur unter uns Betschwestern, sieht eh keiner. Ja. Das ist ja dann doch schon nur ein reines Anlagenprodukt, oder? Also nee, also gerade das eigentlich nicht. Also das ist eigentlich, wenn man es haben will. Warum? Du trägst so anderer Leute ganzes Leben gefasst in Wert an einem Handgelenk. Das ist aber das muss das, du musst das so sehen, weil... Dass die nicht in Deutschland getragen wird, sondern ausschließlich in Dubai. Das ist mir schon bewusst. Ja, die ist auf jeden Fall ins Ausland gegangen. Aber so mit den Werten, wenn du darin arbeitest, ähnlich wie zum Beispiel manche Leute handeln mit Kaffee, okay? Manche Leute handeln mit Erdnüssen. Mhm. Bei mir ist es so mit Uhren. Ob jetzt eine Uhr 100 kostet oder 4.000 Euro, ist mir an sich egal. Mhm. Weil mir muss es ja auch gefallen. Klar. Viele junge Leute natürlich, denen ist das sehr wichtig, dass es sehr teuer ist. Aber spielt euch das so in die Hände, dieser neue Jugendhype mit meinem Outfit muss mindestens 25.000 Euro wert sein, sonst gehe ich gar nicht vor die Türe? Also es gibt zwei Ansätze. Also ich sage dir Folgendes. Mhm. Als ich 18 geworden bin, okay, hatte ich gesammelt 7.000 Euro. Mhm. Ja, dann hab ich übertreib. Dann hab ich das Geld genommen. Und für eine Anlage ausgegeben, so eine Autoanlage. Ich habe das ganze Kofferraum, alles zugemacht. Die wurde mir dann ein paar Wochen später geklaut. Mhm. Aus meinem Opel Corsa, ja, das war... Und auf jeden Fall, nicht, auch selbst wenn sie mir nicht geklaut worden wäre, sie wäre heute weg. Hätte ich mir damals einen Submariner geholt, dann hätte ich heute das Doppelte. Damit möchte ich sagen, wenn sich junge Leute mit einer Uhr auseinandersetzen und das Geld dort bunkern, ist es als solches keine schlechte Sache, weil es halt... Man kann es nicht ausgeben. Es ist, ne, und am Ende, wenn man das Richtige kauft, wird man später mal viel davon haben. Du sagst schon das Richtige, aber es gibt auch bestimmt genügend Uhren, die nicht im Wert steigen oder stagnieren oder sinken sogar. Klar, kaufst du eine Hublot beispielsweise, tolle Marke. Ich habe eben noch bei irgendeinem Post, habe ich noch irgendwas da. Nee, bei einem Video habe ich eben was drüber gesagt. Tolle Marke, aber kauft man für, sagen wir mal, 8.000 Euro, kriegt man noch 3.000 oder 4.000 Euro für. Das ist mies, ne? Man muss halt dann immer bei jemandem kaufen. Das ist so die Grundregel. Muss ich bei mir kaufen, kauf bei jemandem, der auch wieder das zurücknehmen muss. Ah. Weißt du warum? Weil du gehst aus dem Laden raus und vielleicht sagst du morgen nochmal, ich brauche das Geld wieder. Puh, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen, die Soße hier. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass du so viel unterwegs warst auch für dieses Video, muss man ganz ehrlich sagen. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Ich sage ja immer noch, eigentlich wollte ich letztes Jahr das schon machen, da habe ich gesagt, das wird mein Jahr des, und du machst das perfekt, des Pinky Rings. Vielleicht, jetzt habe ich ja in Sachen Schmuck und Modeberatung meinen neuen Ansprechpartner. Bald seht ihr mich mit einer Iced-Out-Sonnenbrille, so einer Skifahr-Sonnenbrille. Weißt du, so klar. Mütze. Ich brauche jetzt alles. Ich wollte jetzt gerne mein Logo Iced-Out einfach nur gerne auf meine Mütze sticken lassen. Ich würde gerne so einen Ring hier mit Get on my level machen. Aber einfach ein Iced Out, damit der mehr wert ist als der von Monte. Einfach nur so als Front, der gar keinen Sinn macht. Einfach nur so seine Marke. So Get on my level. Einfach nur so, hat Marc mir gemacht. Wie geht's dir? Auf der Gamescom so. Grüße gehen raus, Monte. Lang nicht gesehen. Stört mich immer. Kenne ich zu wenig, lang nicht gesehen, sag ich immer. Ja, weil ich glaube, wir wären cool miteinander. In diesem Sinne, vielen Dank, Marc. Ich sag mal tschüssi, tschüssi. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut bei Marc vorbei. Ich habe alles verlinkt. Instagram-Stories kann man sich jeden Tag schön angucken, damit man sich selber von morgens bis abends vielleicht ein bisschen schlechter fühlt, wenn man sich morgens mal anzieht. Ansonsten kann man sich auch mal inspirieren lassen. Ich ziehe so einmal im Jahr einen Anzug an und das hilft mir dann schon weiter. Mhm. Und irgendwann kommt bei mir der Moment auch noch natürlich, an dem ihr mich nur noch im Anzug sehen werdet. Spätestens, wenn ich einmal bei Marc war. Meine ganze Karl Lagerfeld-Style. Zwei Stück an einem Finger. Wir sehen uns. Bis dahin, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut bei Marc vorbei. Bye. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lasst ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.